Bei den Sims geht es weiter mit neuen Inhalten. Für nächste Woche wurde ein neues musikalisches Inhaltsupdate angekündigt. Alles dazu in diesem Video. Die Sims 4 wird ja ziemlich regelmäßig mit neuen Inhalten versorgt. Und so in diesem Monat auch wieder. Zwar sind die angekündigten Inhalte eher kleinerer Natur, einige von euch werden sich aber bestimmt trotzdem freuen. So wird der R&B-Radiosender mit einem neuen Update oder Sims Delivery Express am Dienstag zurück ins Spiel gebracht, den wir schon aus den Vorgängerteilen kennen. Auch der Song What's Love von Baby Tate wird im Spiel bereitstehen. Ob und was es für weitere Inhalte geben wird, ist derzeit noch unklar. Leute, mich würde wirklich mal interessieren, wie ihr immer zu dieser hinzugefügten Musik bei The Sims 4 steht. Ich habe ja viele in den Kommentaren gelesen, die sich bei ganz großen Artists, die es ja schon öfters mal in der Sims-Reihe gab, zum Beispiel Katy Perry oder Jason Derulo war auch dabei, sehr gefreut haben, dass diese Künstler dann in The Sims 4 vertreten sind. Also ich muss zugeben, ich finde es irgendwie auch immer ganz witzig, dann die Lieder, die man eigentlich so aus dem Englischen kennt, dann in Simlish zu hören. Das macht schon Spaß. Aber ich muss zugeben, dass wir jetzt explizit R&B im Spiel haben, ist mir persönlich eigentlich relativ egal. Einfach aus dem Grund, weil ich die Musik bei den Sims auch meistens eher so im Hintergrund als Gedudel laufen lasse. Wenn das Radio mal an ist, da achte ich gar nicht so drauf, was da für Musik läuft. Ich denke, das wird EA auch viel machen, weil es ja eine ganz gute Werbung ist. Der Musikkünstler kann dann seinen Song in The Sims 4 ein bisschen promoten und auf der anderen Seite wird er dann ja auch die Sims bzw. die Beiträge, die dazu gepostet werden, dann irgendwie auf Twitter oder auf Instagram oder wo auch immer dann teilen. Dann ist es ja auch so ein bisschen Werbung für EA. Auf YouTube gibt es jetzt auch auf dem Sims-YouTube-Kanal immer diese Sims-Sessions-Videos, in denen die Entwickler dann die Behind-the-Scenes-Aufnahmen zu dem jeweiligen Song zeigen. Also man merkt schon, dass die Entwickler damit dann auch gerne Werbung machen, so habe ich das zumindest empfunden. Ich bin mal gespannt, ob in der nächsten Woche dann vielleicht auch ein bisschen mehr hinter diesem Update bzw. Sims Delivery Express hängen wird. Ganz ehrlich, eigentlich steht ja noch dieses Hot Update, was die Entwickler im letzten Quartalsteaser angekündigt haben, irgendwie noch aus, oder? Es gibt ja einige in der Community, die gemeint haben, dass diese Caliente-Überarbeitung dann eventuell dieses Hot-Update war, aber irgendwie fände ich das ganz schön schade. Ich meine, technisch gesehen, es wurde ja von einem Update gesprochen und der Caliente-Haushalt kam dann im Zuge von einem Sims Delivery Express. Das würde irgendwie gar nicht so richtig Sinn machen. Ich hoffe einfach ganz insinnig, dass es das nicht war, auch wenn ich es fast für ein bisschen unrealistisch halte, weil dann die Entwickler ja auch ein bisschen mehr wahrscheinlich jetzt schon geteilt hätten, was wir da dann nächste Woche erhalten werden. Vielleicht sind es dann wirklich nur die neuen Songs. Hoffen wir es einfach nicht. Dann würde man wirklich auch merken, dass die Entwickler in letzter Zeit nur noch zu den ganz großen Erweiterungen größere Updates raushauen und nicht wie vor noch so ein, zwei Jahren immer mal wieder, teilweise ja sogar jeden Monat, wirklich ein neues Feature irgendwie ins Spiel gebracht haben. Ganz ehrlich, mich verwirrt auch gerade diese Pferdethematik extrem. Darüber habe ich ja auch schon in den letzten Tagen ziemlich ausführlich berichtet. Da müsste ja jetzt eigentlich rechnerisch jetzt bald eine Ankündigung kommen. Wenn die Erweiterung, so wie es auf etlichen Keyseller-Seiten schon geteilt wurde, dann wirklich am 20. Juli erscheinen sollte, ist es ja so, dass bei Erweiterungen der Trailer und die allgemeinen Informationen zum Pack immer einen Monat vorher kommen und rechnerisch wäre es dann ja so der 20. Juni, also eigentlich jetzt demnächst. Irgendwie haut das dann aber mit dem aktuellen Quartal nicht ganz hin, weil die Entwickler ja immer 3 Monate im Voraus teilen, was so für The Sims 4 kommen wird. Und wenn das Pack jetzt wirklich nächste Woche angekündigt werden sollte, dann würde das eigentlich ja noch in dieses Quartal reinfallen, obwohl das ja offiziell im Teaser diese Information gar nicht aufgetaucht ist. Zum Vergleich, im Januar wurde ganz prominent im Quartalsteaser dann die Zusammenwachsen-Erweiterung auch erwähnt, was ja jetzt eigentlich in diesem Teaser auch hätte passieren müssen, ist es aber irgendwie nicht. Ich finde es irgendwie ganz merkwürdig. Insgeheim hoffe ich einfach auf eine Ankündigung nächste Woche, aber ob das wirklich so stattfinden wird, steht jetzt noch so ein bisschen in den Sternen. Was denkt ihr denn so? Könnte die Horse Ranch Erweiterung, wie sie auf etlichen Seiten aufgetaucht ist, schon nächste Woche angekündigt werden? Doch vielleicht ein bisschen später? Wäre es möglich, dass wir nächste Woche noch mehr als nur die Songs erhalten? Oder vielleicht auch nicht? Das ist so ein bisschen die Frage. Schreibt mir das alles gerne in die Kommentare. Abonniert gerne meinen Kanal, um auch eine mögliche Trailer-Analyse zur neuen Erweiterung nicht zu verpassen. Und dann würde ich sagen, man sieht sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.